Also wir sind jetzt mitten in Simmering, also quasi in die Slums von Wien, und wir gehen jetzt gemeinsam mit Hunden Gassi, und die Hunde haben uns einen sozialen Kontakt und wir als Menschen versuchen das untereinander auch. Seid ihr schon öfter dabei? Ja, wir versuchen es relativ regelmäßig teilzunehmen, weil es einfach Spaß macht, mit vielen Leuten gemeinsam und vor allem mit vielen so netten Hunden gemeinsam in Wien unterwegs zu sein. Wenn wir zu schnell sind, einfach sagen bitte, wenn wer frühzeitig abbricht, weil der Hund Stress hat, auch irgendwem sagen, dass sie nicht warten auf euch, gell? Der Uli, unser Hundepsychologe, steht mit Rat und Tat zur Seite, wenn es Probleme gibt. Bitte keine Spielzeuge auspacken, keine selbst mitgebrachten. Ansonsten, ja, kann's losgehen. Wo hast du deine Hundeausbildung gemacht, diese Hundepsychologen? Was habe ich in Deutschland gemacht? Bei einem Riepe, einem Thomas Riepe. Der hat ein paar Jahre lang mit Wölfen, also Wölfe erforscht und mit Wölfen gelebt. Und hat das dann auf den domestizierten Hund umgemünzt und eine Ausbildung geschaffen dort, die in Deutschland anerkannt ist. Bei uns braucht man eh keine Anerkennung. Wir sind heute zum ersten Mal mit dabei. Und wie seid ihr drauf gekommen? Wir kennen es vom Internet, von Facebook. Und dann habe ich mir das Buch gekauft, Wien geht Gassi. Und dann dachten wir, wir probieren es mal aus und kommen mit. Super. Genau. Und wie gefällt dir das Buch? Findest du das? Super. Ja? Genau. Super. Das ist eine tolle Idee, weil das gibt es sonst noch gar nicht so in der Form. Und dann kann man tolle Strecken mit dem Hund ausprobieren. Super. Und wie heißt der Hund? Bingo. Bingo. Genau. Ja. Findest du, dass Wien Hundestadt ist? Ja, manche Sachen könnten schon besser werden, wenn es jetzt vor allem um diese ganzen Giftköder und sowas geht. Und ja, manchmal merkt man schon, dass die Leute nicht so gern Hunde sehen. Aber warum glaubst du, ist das so? Ja, ich glaube, das liegt an beiden Seiten. Einerseits eben manche Hundebesitzer, die halt nicht aufpassen, die halt alles liegen lassen, die Häuser anpinkeln lassen und sowas. Und andererseits halt, ja, glaube ich, dass halt viele Leute einfach das nicht wollen. Du hast keinen Hund? Nein, ich habe keinen Hund, aber mein Sohn hätte gerne einen Hund. Aber bei uns ist das ein bisschen schwierig, weil wir berufstätig sind, mein Mann und ich. Und jetzt ist praktisch, haben wir gesagt, so bei der Hundewanderung, das wäre ganz nett, da mitmachen. Da hat er doch die Gelegenheit, dass er ein bisschen Hunde sitten kann, dass er für ein paar Stunden zumindest einen Hund sich ausborgen kann von meiner Freundin. Und ja, das macht den Kindern recht Spaß, wie man sieht. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, bei einer Gassi-Wanderung mitzumachen? Na, ich habe einfach was gesucht, wo man gemeinsam mit Hunden, dass der Hund sozialen Kontakt haben kann. Und irgendwie bin ich übers Internet auf Wild Erb gestoßen und über Wild Erb auf Wien geht Gassi gekommen und über Wien geht Gassi auf die Gruppe. Und ich bin jetzt schon das vierte oder fünfte Mal mit und mir taugt es total. Ja, und weil es fängt ja immer relativ früh an am Sonntag. Gerade das finde ich genial. Wir haben es einmal, glaube ich, haben uns zum Mittag getroffen und sind am Nachmittag gegangen. Aber mir taugt es total, in der Früh zu gehen, weil dann geht man gemeinsam Mittagessen und nachher kann man am Sonntag noch was unternehmen. Bumpkin hier. That's a good girl. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du bei einer Gassi-Wanderung mitmachst? Ich habe das absichtlich gesucht, mit anderen was mit Hunden zu unternehmen in Österreich, als ich angekommen bin. Ich bin neu in Wien. Wo bist du her? Wir waren vorher in Portugal 2 Jahren. Die 2 kommen aus Portugal und ich komme aus Irland. Ah, super. Und seit wann bist du jetzt in Wien? Seit August. Und trotzdem kannst du so gut Deutsch? Ich habe vorher Deutsch gelernt, danke. Okay. Ja. Das ist eigentlich eine super Möglichkeit, dass man andere Leute mit Hunden kennenlernt, oder? Genau. Und wie findest du Wien als Hundestadt? Ja, es ist toll, viele Parks und es ist sehr hundfreundlich. Man kann mit den Hunden in Cafés hineingehen und entspannen und
die meisten benehmen sich auch sehr gut. Und du findest eben im Vergleich, dass Wien schon sehr hundefreundlich ist. Es ist sehr teuer, hier einen Hund zu haben. Alles für Hunde finde ich teuer, Futter bis Jacken und Steuer, das ist alles sehr teuer. Aber dann gibt es auch diese Sachen fast überall und ja, die Leute mögen ihre Hunde hier. Und ja, ich habe gehört, die Strafen werden hoch im Frühling, in Prater zum Beispiel, wenn man ohne Leine geht, aber das verstehe ich, dann sind viele Leute unterwegs. Und dass es überhaupt Hundezäune gibt, das ist ungewöhnlich und die sind schön und groß. Du bist die Hundewanderführerin? Genau, ich bin das GPS sozusagen. Und wie bist du auf die Idee gekommen, dass du zu mir kommst und mir das vorschlagst? Weil ich dachte, es geht jeder irgendwie allein mit dem Hund spazieren. Und viele sind einfach zu faul, unter Anführungszeichen, um irgendwelche Wanderungen zu machen oder so. Und ich denke, wenn es einen Treffpunkt gibt und das heißt so, ich hole euch ab und ich bringe euch dann wieder zurück, ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass die Leute was machen, gemeinsam. Und ja, und man sieht, es funktioniert. Ja. Die Leute, also für die Leute bringt es was. Sie können sich austauschen über die Hunde, Hundeprobleme. Den Hunden bringt es was. Sie sind ausgelastet, müde. Wie war das am Anfang und wie ist es jetzt? Hat sich da irgendwas verändert? Also am Anfang sind wir so eher so in kleinen Gruppen gegangen, so 5, 6 bis 10 maximal. Und jetzt sind wir 20 und es gibt eigentlich keine Probleme. Also es gibt da Boxer, es gibt Rottweiler, es gibt Chihuahuas und es hat noch keiner einen anderen aufgefressen. Es gibt kleine Zickereien, wie immer, so mein Stocki oder so, aber es gibt keine großen Probleme und das spricht einfach dafür, dass man im Rudel geht. Ja. Ja. Und das machen wir. Und glaubst du, dass das was ist, was der Gesellschaft fehlt? So dieses gemeinsame Gehen? Auf jeden Fall. Ich meine, man muss nicht immer gemeinsam gehen. Ja? Man braucht schon mal irgendwie auch so, boah, jetzt gehe ich allein oder so. Aber einfach mal gemeinsam was machen, gemeinsam gehen, sich kennenlernen, sich austauschen. Ja, einfach gemeinsam was unternehmen, dann sich gemeinsam am Schluss irgendwo in eine Gaststätte setzen, drüber reden. Den Hund davon abhalten, dass er irgendwas frisst. Yuki, komm. Yuki. Und irgendwie das ausklingen lassen. Und die Leute vernetzen sich auch. Also es ist irrsinnig interessant. Man hat gesehen, nach den ersten Gassi-Wanderungen auf Facebook haben sich die Leute einfach vernetzt. Ja. Man hat gesehen, Freundschaftsanfragen kommen, ohne dass man sie vorher abgesprochen hat. Also es ging einfach und die Leute mögen sich, die Leute begrüßen sich, die Leute ja, also die machen auch untereinander Sachen miteinander. Und das finde ich super. Also darum geht es irgendwie. Ja. Draußen CC ist ein Online-Fachgeschäft für Outdoor- und Expeditionsequipment, das ich voriges Jahr gegründet habe. Funktioniert im Moment ausschließlich über Versandhandel, was aber für den Konsumenten nicht schlecht ist, weil er da ganz gut das Konsumentenschutzgesetz ganz gut greift. Und ja, und ich vertreibe von Zelten in Schlafsäcke von ausgewählten Herstellern bis hin zu Kajaks und das Ganze habe ich auch, weil der aktive Mensch sehr oft einen Hund hat, habe ich zur Art Expeditionsausrüstung auch für Hunde. Das heißt, es beginnt von Schuhen und geht über Zuggeschirr, wo man den Hund vor einen Schlitten spannen kann und natürlich dann die üblichen Halsbänder, Leinen, was halt so dazugehört. Wo hast du den Hund her? Der ist aus einem Tierheim in Nitra. In wo? Aus Nitra in der Slowakei. Okay. Und da hast du ihn als Welpen? Nein, ich habe ihn bei einer. Ja, er war ein bisschen über ein Jahr, wie wir ihn gekriegt haben. Ich habe ihn bei einer Spendenversammlung, bei einer Spendenveranstaltung für Nitra, so einer Sammelveranstaltung. Waren wir dort und dort war quasi Charity saufen und haben seinen Steckbrief gesehen. Und er war ungefähr ein gutes Jahr, wie man aufgenommen haben. Und hast du die Probleme gehabt damit? Oder? Nein. Also er war am Anfang ein bisschen wilder.
und völlig unerzogen und kannte gar nichts, kannte kein Auto, kein Bus, keinen Straßenverkehr. Das hat aber recht schnell geknissen und jetzt läuft es ganz gut. Es geht ja immer um diesen Hundeführerschein. Was hältst du davon? Naja, an und für sich finde ich es nicht schlecht, dass die Leute. Also es ist schade, dass die Leute per Gesetz dazu gezwungen werden müssen, den Umgang mit dem Tier zu lernen. Das finde ich schade, weil eigentlich sollte man sich die Gedanken schon vorher machen, wenn man einen Hund will, dass man sagt, okay, ich will einen Hund, wie erziehe ich den auch? Ja? Bei Kindern tut man es auch, ohne das jetzt direkt vergleichen zu wollen, oder manche Leute tun es auch bei Kindern nicht, ja? Sondern bekommen sie einfach. Also dass der Staat ein bisschen eingreift, finde ich zwar als Gesetz nicht gut, aber es ist offensichtlich leider notwendig. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das irgendeine Verbesserung eine große bringt, weil der Umgang einfach gelernt werden muss und gelehrt werden muss und nicht der Hund in komische Situationen gebracht wird, was beim Hundeführerschein der Fall ist. Die komplett unnatürlich sind für einen Hund, die sollten ihm so nicht passieren. Dafür ist ein Hundebesitzer da, dass er seinen Hund vor solchen Situationen schützt. Also, dass der wildfremde Leute auf deinen Hund direkt zugehen und der darf sich nicht, darf sich nicht fürchten oder darf nicht weichen. Und darf nicht aggressiv werden. Das ist für einen Hund aber eine eindeutig aggressive Geste, ja. Wenn man direkt auf einem zugeht. Das ist halt im Hundeverhalten so. Und darum ist es ein bisschen, finde ich, nicht gut gewählt. Prinzipiell ein verpflichtender Lehrgang, dass man mit einem Hund umgeht, möge Sinn machen. Ja. So. Und ist es schade, weil eigentlich würde man vielleicht ja von Grund auf eh wissen, wie man mit einem Tier umgeht. Oder ist das zu optimistisch gedacht? Nein, das ist zu optimistisch gedacht, glaube ich. Also, weil es konträr zu dem ist, was man so herkömmlich kennt. Ja. Also ein Hund und ein Kind zum Beispiel, ein Welpe und ein Kind gleich zu behandeln, hieße, wenn du das Kind gut behandelst, den Hund traumatisiert man wahrscheinlich. Die sind das nicht gewohnt. Die haben zwar einen liebevollen Umgang, aber die haben nicht dieses Hunde kennen kein Mitleid. Und somit, wenn ein Hund stürzt oder irgendwo dagegen rennt, gibt es kein Mitleid von den Eltern. Was auch gut ist, weil der Hund kann mit dem nicht umgehen. Von uns kriegt das. Das heißt, es wird ihm dann das Gefühl vermittelt, es ist irgendwas Schreckliches passiert, weil wir uns ja so dementsprechend verhalten. Und darum traumatisiert ihn dann kann bis zur Traumatisierung gehen, so eine Situation. Mhm. Das heißt, der Hund, der vorher gegen einen Baum gerannt ist und das lustig gefunden hat und nicht weiter darüber nachgedacht hätte, wird dann durch ein aufgeregtes Frauli oder Herrli, der dann sagt, Jesus, na, was ist denn passiert? Geht es so weit, dass Hunde Angst vor Bäumen oder vom Sonstigen bekommen. Ne?